Der Fischpass in Meinersen wurde im Jahr 2005 durch den NRWKN umgesetzt. Hintergrund war das für Fische unüberwindbare Hindernis der Wehranlage in Meinersen. Durch den Fischpass oder Steinschwellenbeckenpass genannt, wird allen Fischen ermöglicht, das Wehr über den Fischpass zu umgehen und die Oker weiter stromauf zu wandern. Die Fische werden durch die entstehende Leitströmung in den etwa 350 Meter langen Fischpass gelockt. Dort müssen die Fische den Höhenunterschied von fast 5 Meter überwinden, indem sie die 47 angelegten Becken durchqueren. Interessant ist, wie die Fische dies gegen die in Phasen doch sehr starke Strömung tun. In jedem Becken gibt es eine zentrale Leitströmung, die den Fischen Orientierung bietet. Zudem gibt es hier deutlich erkennbar sogenannte Kehrströmungen. Diese Strömungen laufen entgegen der Hauptströmung. Dies sind die Bereiche, in denen die Fische warten, Kraft sammeln und dann in einem kurzen Kraftakt das nächste Becken erschwimmen. Es lassen sich trotz der starken Strömung quasi alle Fischarten, die in der Oker heimisch sind, nachweisen. Ganz gleich, ob Aal, Hecht, Gründling, Weißfisch oder Bachforelle. Derzeit führen die ansässigen Angelvereine, unter anderem der ASV Hillerse, ASV Meinersen, ASV Müden, in Kooperation mit der Aller Oker Lachsgemeinschaft ein umfangreiches und über 90 Tage angelegtes Fischmonitoring durch. Durch das Fischmonitoring werden die in dieser Zeit wandernden Fische nach wissenschaftlichen Kriterien gefangen, bestimmt und gezählt. Möglich wird dies durch die an der Lehrstation der AOLG fest installierte und speziell angefertigte Fanghäuse. Täglich wird diese durch die ehrenamtlichen Naturschützer geleert, der Inhalt untersucht, Ergebnisse fixiert. Die so entstehenden Materialien werden im Anschluss durch die Verantwortlichen ausgewertet und für weiterführende Maßnahmen verwendet und weitergeleitet. Weitere erfasste Bezugsgrößen zur Analyse der regionalen Fischwanderung sind die jeweilige Luft- und Wassertemperatur sowie die Leitfähigkeit des Wassers. Die Wassertemperatur bestimmt die Aktivität der wechselwarmen Fische erheblich, denn die Fische haben die gleiche Temperatur wie das Wasser. Dies bestimmt maßgeblich den Stoffwechsel und damit die Aktivität der Fische. Das bedeutet, je geringer die Temperatur, desto weniger Fische wandern. Auch die Leitfähigkeit des Wassers ist ein interessanter Faktor, der erhoben wird. Der Leitwert ist Indikator für die Reinheit des Wassers. Je höher der Wert, desto mehr Teilchen sind im Wasser gelöst. Aktuell wurden in der Oker beispielsweise 863 Mikrosiemens gemessen. Zum Vergleich, normales Trinkwasser darf aktuell einen zulässigen Grenzwert von 2790 Mikrosiemens nicht überschreiten. Das Fischmonitoring wurde bereits in den Jahren 2012 und 2015 durchgeführt. Die 2019er Ergebnisse sind schon jetzt beeindruckend. Mitte April, also rund 4 Wochen nach Start, konnten bereits mehr als 4500 Fische nachgewiesen werden, die den Fischpass zum Aufstieg genutzt haben. Mit den nun steigenden Wassertemperaturen ist zu erwarten, dass Fische im fünfstelligen Bereich den Fischpass zur Umgehung des Wehrs nutzen und erfasst werden können. Die Effektivität der rund 185.000 Euro teuren Maßnahme kann also auch im Jahr 2019 mit Sicherheit erneut bestätigt werden.